Hallo ihr Lieben, DM Hall, die zweite. Ich habe den Film gerade abgedreht und habe festgestellt, dass ich den Ton vergessen hatte anzustellen. Schön doof, ne? Also mache ich das jetzt nochmal. Kennt ihr das? Ihr wart beim oder seid beim DM und schlendert da so durch und wollt eigentlich gar nichts Bestimmtes kaufen. Seht dies und das und denkt, ach ja, das nehme ich mal mit. Und schubsiwups ist der Korb voll. So ging es mir gestern. Also ist das Grund, ein Video darüber zu drehen, um euch ein paar Produkte vorzustellen. Als allererstes, ich fange jetzt mal hier mit an, das ist ein Haarband. Fand ich sehr süß, hat mich an Missoni erinnert. Das ist dieses typische Missoni-Muster. Kann man jetzt so für den Alltag benutzen, am Strand, für zu Hause, beim Spazierengehen oder abschminken, whatever. Bänder sind ja wohl sehr, Bänder und Tücher im Haar sind ja gerade ganz aktuell, gerade bei jungen Frauen, aber wir Älteren dürfen das auch. Das ist nicht alles nur für die Jugend vorgesehen, wir dürfen auch, wir dürfen uns auch Bänder und sowas in die Haare machen. Also dieses Haarband kostet so 3 Euro knapp. Die obligatorischen Wattepads habe ich jetzt mal so. Keine Runden gekauft. Nature, also Natur. Bin gespannt, ob die Flusen, wie die sind. Von Ebelin eine XXL-Packung. Kosmetiktücher braucht man immer. Dann, was ich auch ganz süß fand von Ebelin, das ist so ein kleines Schächtelchen. Da sind Q-Tips drin. Kann man wieder verschließen, dann fliegen die nicht so rum. Gerade wenn ihr einen Schminkplatz habt, ist es ganz schön, wenn ihr die da hinstellt. Dann habe ich hier diese Tattoos. Meine, ihr kennt die ja aus den letzten Videos, da hatte ich ja so ein Tattoo, mehrere Tattoos auf dem Arm. Das sind diese Body-Tattoos, gibt es bei DM jetzt wieder. Einmal so ein Elefantenmotiv und diese Federn. Ich sollte die unter anderem meiner Schwiegertochter mitbringen, wenn ich die sehen sollte. Dann hat mich eine Zuschauerin aufmerksam gemacht auf Neutrogena Gelmasken. Die sind auch relativ neu bei DM, kosten 2,95 Euro. Gibt es verschiedene, ich habe die mal für glatter aussehende, jüngere Haut genommen. Das Witzige ist, die versprechen nach 30 Tagen, also wenn man 30 Tage so eine Gelmaske auflegt, dass man ein spürbar besseres Hautbild erhält. Aber 30 Mal, ganz ehrlich, das ist ganz schön teuer, ne? Naja, gut. Also ich werde sie jetzt nicht 30 Tage benutzen, also 30 Tage mir so eine Maske kaufen. Ich werde die probieren. Ich kann noch nichts so sagen, ich probiere es aus. Neutrogena. Kannte ich noch nicht, also von Neutrogena die Masken. Aber wie schon gesagt, eine Zuschauerin hat mich darauf hingewiesen, probier die doch mal aus. Die werden wohl ganz gut. So, Elmex Sensitive Professional Zahncreme. Ich habe den Karton schon abgemacht, ich lasse das dann immer in der Drogerie. Ich hatte jetzt eine Zeit lang die beiden, diese Kombination Aronal, morgens Aronal, abends Elmex, diese rot-blaue Geschichte. Ich bin damit nicht so happy, ich bin zu der wieder zurückgekehrt. Aber wenn ihr diese Elmex Sensitive Professional euch kauft, achtet bitte darauf, dass ihr nicht die mit dem Zusatz Samt weiß, also zum Aufhellen der Zähne. Weil das ist zahnärztlich bewiesen, weiß ich von meiner Zahnärztin, dass diese aufhellenden Zahnpasten über kurz oder lang die Zähne verfärben. Und das wollen wir ja nicht. Ist auch relativ teuer, aber ihr habt lange davon und ihr tut euren Zähnen wirklich was Gutes, auch besonders fürs Zahnfleisch, wenn jetzt Leute so schmerzempfindliche Zähne haben, wenn das Zahnfleisch ein bisschen zurückgeht, kann ich sehr empfehlen. Unspektakulär, aber notwendig von Frosch Aloe Cremeseife. Ich mache hier immer so einen Handspender rein. Ist pH-neutral, feuchtigkeitsspendend, trocknet nicht so aus, hat einen sehr schönen, unverfänglichen, frischen Duft. Weiterhin mit Aloe eine Limited Edition, ein Duschgel von Balea, also belebende frische Aloe, 1,15 Euro. Also mein nicht Kokos, Ananas, Rose, ich werde das Aloe
Duschgel probieren. Immerhin soll 10% Aloe-Saft darin enthalten sein. Riecht auf jeden Fall, ich habe es schon mal so ein bisschen habe ich dran geschnuppert, riecht ganz angenehm. Außerdem diverse Fußregale, also für Fußpflege. Und zwar alles in Grün, Grün-Silber. Das ist die Kombination Green Tea und Nana-Minze. Auch Schaum und Creme und so weiter. Und das ist Feel Well, ein Fußspray, so ein Fußdeo, also für die Füße und auch für die Schuhe. Kann ich mir vorstellen, wenn so ein heißer Tag beginnt, dass man sich wie ein Deodorant, also auch das auf die Füße geben kann. Und wenn man jetzt zu das Schuhwerk anzieht, dass man einen schönen frischen Fuß den Tag über hat. 1,15. Wenn es nichts ist, fliegt es weg. Ich probiere es aus. Ich dachte, ich zeige euch das mal. Gerade jetzt ist ja diese Sommerzeit, auch wenn es heute ein bisschen kühler ist. Aber wenn ihr das Video schaut, ist wahrscheinlich schon wieder etwas wärmer. Der Sommer soll ja zurückkommen. Ja, dann haben wir... Ach ja, genau, Haare. Ihr wisst ja, dass ich dieses La Biosthetic bevorzuge, also diese Haarwäsche und diese Pflegeprodukte. Und nun kam ich nicht zum Friseur, um mir das zu kaufen und im Internet zu bestellen. Dauert ja auch eine Weile. Nun stand ich gestern wie so ein Depp vor diesem Haarwaschregal. Und was kaufe ich denn jetzt? Es gibt ja so wahnsinnig viel. Und ich wollte jetzt nicht L'Oreal und ich wollte jetzt auch nicht dieses OC und wahre Schätze. Da habe ich auch nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich habe mich dann erinnert an dieses Pantene Pro-V. Hatte ich früher schon mal und war eigentlich von dem Geruch etwas abgeturnt, weil das sehr stark parfümiert riecht. Und das hat man ja dann in den Haaren drin. So, das ist so ein ganz merkwürdiger Geruch. Aber das ist wieder die Werbung, ne? Dann habe ich mich erinnert an die Werbung. Das ist eine sehr schöne Werbung von Pantene Pro-V mit dieser einen Schauspielerin. Die hat so schönes kupferfarbenes Haar. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Also es ist ein neues Produkt. Pantene Pro-V kostet 2,95, 3 in einem. Also wenn es nichts ist, fliegt es weg. Ich probiere das jetzt ein paar Tage. Ich habe es auch heute Morgen probiert. Habe die Haare Luft trocknen lassen und wollte sie dann kämmen und dann standen sie in alle Himmelsrichtungen ab. Also war jetzt nicht so toll, aber vielleicht muss ich mein Haar auch erst daran gewöhnen, keine Ahnung. Also 3 in einem. Haarwäsche, Spülung und Kur. Naja, ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr Erfahrung damit, vielleicht ist es ja nicht schlecht. Wie gesagt, vielleicht muss mein Haar sich erst daran gewöhnen. Und dann, ich habe auch nur ein kleines Tübchen mitgenommen, auch von Pantene Pro-V, das ist eine Wunderwaffenmaske. Also eine Wunderwaffe, die steht da nicht, ne? Feier, Wunderampulle. Also die Wunderwaffe für die Haare, gibt es auch solche Werbeeinspieler, ne? Vielleicht erinnert ihr euch. Also eine Wunderampulle, die habe ich noch nicht probiert. Für geschädigtes Haar. Geschädigtes Haar haben wir ja alle irgendwie, die wenigsten haben. Im Alter hat man jetzt das tolle, glänzende Haar wie mit 15. Ne? Es ist einfach so. Und durch diesen Hormonwechsel verändert sich ja nicht nur die Haut und die Nägel und eben auch die Haare. Ich probiere es aus und werde berichten. Apropos Nägel, weil ich gerade was von den Nägeln gesagt habe, von Essie. Das ist ein neues Produkt. Im Essie-Regal, kostet 9,95 €, das ist Pflege und Lack in einem. Ich zeige euch das mal, ich habe das auf den Nägeln drauf, zweimal aufgegeben. Das ist so ein putriger Ton, glänzt leicht, verspricht. Also es ist, man braucht keinen Unterlack und keinen Überlack. Man gibt das einfach auf die Nägel auf und das soll die Nägel festigen. Mit Hyaluron und Kamillenextrakt. Und wir benutzen ja unsere Fingernägel. Man stößt ja ständig irgendwo an. Und ich habe festgestellt, dass ich in letzter Zeit sehr brüchige Nägel bekommen habe. Es liegt wohl daran, dass ich im letzten Jahr öfter mit diesem Shellac das gemacht habe, was sehr schön aussah in dem Moment, also für 2 Wochen. Und dann kommt das Ganze ja wieder runter und das ist totaler Stress für unsere Nägel. Und das habe ich über mehrere Monate gemacht und nun habe ich seit Januar nichts mehr, also keinen Shellac mehr benutzt. Und sobald die Fingernägel, also einen Millimeter über der Haut stehen, fangen die an, sich aufzuspalten. Und das ist echt kein Zustand mehr. Aber was will man machen? Da muss man durch. Man feilt die dann ganz kurz runter. Dann habe ich immer Calcium aufgegeben, was ja auch ganz gut ist. Aber ich bin gespannt, weil der auch so eine schöne Farbe hat. So eine richtig schöne, putrige,
unverfängliche Farbe. Wenn man braune Hände hat, sieht es bestimmt ganz zauberhaft aus. Ich bin gespannt, ich werde euch berichten, ich gebe Feedback. Also, Essie, Pflege und Lack in einem. Dann habe ich hier noch drei Sonnenprodukte. Einmal ein von Sundance, ein Spray, ein Körperspray. Sonnenschutzfaktor 20, ist so eine Milch, wasserfest, da ich ja gedenke, nochmal an die Ostsee zu fahren und die Sonne vielleicht scheint, selbst wenn sie nicht scheint, die Sonne. Wir sollten das nicht unterschätzen, auch wenn der Himmel bewölkt ist, kann man auch noch einen Sonnenbrand bekommen, gerade am Meer. Die Preise haben mich da sehr angesprochen, es riecht eben wie ein typisches Sonnenprodukt, ich werde sehen, wie das ist. Ich mag so Sprays eigentlich ganz gerne, weil diese Cremes, also ich habe immer das so ein fettiges, das ist alles, bappt und klebt alles. Also zieht schnell ein, ist wasserfest. So, für danach ein Aloe Après Gel, das ist kühlend, feuchtigkeitsspendend, wird gesagt. Klebt nicht, zieht schnell ein und nimmt eben diese Hitze, ne? Deswegen kühlend. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Riecht, naja, wie Aloe so riecht, ne? Das ist natürlich, das ist jetzt nicht der reine Aloe-Saft, aber ich kann mir das ganz gut vorstellen. Schnell einziehend. Nun gut. Fürs Gesicht, das fand ich auch ganz spannend, auch Sundance, Sonnenschutzfaktor 30, eine Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Creme. Das ist ja nun, das sind ja nun die Hautpartien, die besonders dünn und sind und nicht bedeckt sind und sehr anfällig sind. Und wir sollten Sonnenschutz auch auftragen, nicht nur im Urlaub in den Bergen oder an der See. Sie sagen, beziehungsweise schreiben, dass es auch eine ideale Make-up-Unterlage, so eine Base ist. Also wenn ihr jetzt keine Creme mit einem Schutzfaktor habt, könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Ich werde das alles probieren und dann werde ich euch erzählen, top oder flop, ja, versprochen. So, dann habe ich hier noch ein altes Schätzchen mir wieder gekauft. Das hatte ich letztes Jahr wirklich geliebt. Als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich sehr oft diesen Lippenstift getragen. Das ist Baby Lips von Maybelline, so ein Lip Balm. Farbe, keine Ahnung, wie die heißt. Ich trage sie mal auf. Das ist eine sehr schöne Sommerfarbe. Den habe ich mir jetzt einfach mal wieder mitgenommen. Der riecht auch ganz angenehm. Ist sehr cremig, sehr feuchtigkeitsspendend. Kriegt dann, hat nicht so trockene Lippen. Und noch zwei Sonnenprodukte. Einmal ägyptische Erde. African. Nee, Quatsch. African, nicht Ägypte. Ich kenne, kennt ihr das noch? Egypt Wonder, bevor das überhaupt mit diesem Bronzer aufkam. Das ist afrikanische Erde. Okay. Habe ich mich versprochen. Und Bonjour Sunshine von L'Oréal. Das ist ein flüssiger Bronzer. Ich bin noch nicht ganz schlüssig. Ich habe den heute ein bisschen ganz vorsichtig aufgegeben auf meine Mineral Foundation und hatte gedacht, das Produkt ist sehr schnell fest. Man muss ganz schnell arbeiten. Und man kann das wohl auf das ganze Gesicht geben. Also da würde ich aussehen wie ein Apache. Es riecht ein bisschen, es riecht wie eine Sonnencreme. Ich mache euch jetzt mal einen Vorschlag. Ich werde mal mit diesem Produkt ein Tutorial machen, ja, mit diesem Bronze Glow von L'Oréal, kostet so 11-12 Euro. Und warum ich zu dieser afrikanischen Erde gegriffen habe, ist folgender Grund: Neben diesen ganzen Sunshine Produkten stand auch ein großer Bronzer in so einem großen Topf drin und dann habe ich die beiden miteinander verglichen und die waren, also war kaum ein Unterschied zu sehen, außer dass dieser Bronzer von L'Oréal ein bisschen mehr Glanzpartikel hatte, der hat hier keine und der kostet nur 4,95 €, also die afrikanische Erde, und das ist in so einem hübschen Döschen, geht mit so einem Klick auf,
Dann ist hier so eine Abdeckung drin. Und was ich sehr schön finde, dass nicht hier der Spiegel drin ist, sondern das klappt man so hoch und dann ist hier der Spiegel und da so ein Schwämmchen. Aber ich denke mir, wenn man das mit einem Schwämmchen aufgibt, dann wird das schnell fleckig. Also ich würde einen Bronzer nicht unbedingt mit einem Schwämmchen aufgeben, sondern mit einem großen, weichen Puderpinsel oder Bronzerpinsel. Ich gehe jetzt mal untypischerweise, was ich ja nicht mache, mit den Fingern rein. Ich zeige euch das mal. Es ist ein sehr schöner Ton. Man kann damit wohl auch Contouring machen, wer Contouring mag. Oder so einen leichten Sunkiss-Look. Könnte ich mir sehr schön vorstellen. Und dann so ein Highlight, also so ein, ne, so ein paar Highlighter-Drops oder sowas drüber geben. Ich werde mir da mal was einfallen lassen. Also mit dem Produkt weiß ich nicht, ob ich damit so glücklich werde. Ihr wisst, ich liebe ja diesen Perfect Match, diesen Rosy Glow Highlighter, diesen flüssigen, aber ein flüssiger Bronzer. Vielleicht kennt ihr das ja oder einige der Damen und könnt mir mal schreiben, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt. Vielleicht kann man das auch mischen mit einer Foundation. Aber so das aufzugeben, also Halleluja, da sieht man ganz schön braun aus. Also wäre mir zu braun. Ja, dann habe ich noch etwas gekauft für Schokoladenliebhaber. Das war allerdings nicht beim DM, aber ich möchte es euch zeigen. Und zwar für Lindt Schokoladenliebhaber. Es gibt etwas Neues. Und zwar Früchte in dunkler Schokolade. Das sind hier Granberries und Himbeeren. Dann gibt es eine Orange und Blaubeere. Ich habe mich zusammengerissen, habe sie nicht aufgemacht gestern. Ich wollte sie euch nämlich zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass die ganz toll schmecken. Ich kenne diese Schokoladenfrüchte aus dem Bioladen, die waren auch ganz gut, aber Lindt ist ja dafür bekannt, dass sie außergewöhnlich schöne, also nicht schön, tolle Kreationen zubereiten, die sehr wohlschmeckend sind. So, ihr Lieben, das war jetzt mein kleiner Medium-Haul. XXL war er nicht. Ich hoffe, ihr habt so ein paar Inspirationen mitnehmen können. Es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, euch das alles zu zeigen. Ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Tag und seid besonders gut zu euch. Bis bald. Ciao.